Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Weiter geht's hier mit unserer Westernwelt von den Simpsons. In der letzten Folge waren wir ja stehen geblieben hier bei unserer Schmiede. Die ist jetzt auch fertig eingerichtet. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns die auch einmal von innen an. Von der Inneneinrichtung habe ich mich natürlich sehr doll von der Folge auch beeinflussen lassen. Also eigentlich so gut es geht, 1:1 auch hier reingebaut. Wieder aufwertig, ich habe hier innen drin wieder mit einem anderen Blockmaterial gebaut, um das hier mir zu verkleiden. Innen drin war auch ein bisschen anderes Holz. Sag ich mal, an den Wänden dran, hier so ein bisschen verschiedene Arten. Ja, dann habe ich mich hier halt nach der Folge gerichtet. Bart und seine Freundin, ich hoffe, ihr habt euch ja die Folge ein bisschen angeguckt, sind ja hergekommen, um sich ihre Handschellen abnehmen zu lassen. Da saßen sie ja hier auf dieser Bank und haben gewartet, bis der Schmied ihren Schlüssel fertigt. Ja, da sah man nur ein, zwei kleine Zehen, wo er, sag ich mal, hier bei der Glut natürlich hier das Eisen erwärmt hat. Hier ist dann noch so ein Blasebalg, so ein bisschen mal so gedacht hier mit den Beobachter mal das Ganze hier darzustellen. Ne? Mit dem Hebel dann betätigt er das hier, um halt hier alles hier zu entfachen, ein bisschen Luft hier reinzuhauen. Denn hier beim Amboss schmiedet er es natürlich und dann müssen wir noch so ein, würde mal sagen, so ein Kessel mit Wasser füllen, ne? Um das Ganze auch wieder abkühlen zu lassen. Ja, ansonsten hier als Deko vielleicht noch ein paar neue Gerüste hier ein bisschen platzieren. Als Tische und so kann man das ja mal gut darstellen. Ja, dann kann er sich hier noch was anderes schmieden. Vielleicht macht er auch ein bisschen Werkzeug an der Wand, was hier so ein bisschen hängt, ne? Was er benutzt. Und ansonsten vielleicht schmiedet er hier noch eine Rüstung oder so. Kann man sich ein bisschen ausdenken. Jetzt haben wir natürlich die Schmiede fertig und gucken mal, was wir heute bauen. Und zwar, habe ich es wahrscheinlich schon gesagt, wir bauen heute einen Stall, damit unsere Pferde aus unserer Westernstadt auch einen sicheren Platz haben. Hier steht das gute Stück. Das Original wird sich an sich, ja, kaum verändern. Ich habe hier eigentlich so gut wie schon das originale Holzmaterial reingenommen. Vielleicht das Dach und so ein bisschen, da machen wir ein bisschen was anderes. Auch die Tür, da muss ich mal gucken, wie ich das in welcher Farbe mache. Aber das machen wir dann, ne, wenn wir es bauen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir los und bauen den Stall. Das Ganze ist aber auch aus der Spiele-App. Zeige ich noch hier schnell. Zack, hier ist das Bild. Mal kurz eingeblendet. So sieht das Original aus der Spiele-App. Ja, dazu brauchen wir natürlich wie immer Blockmaterial. Das ist hier schon ein bisschen wieder in meiner Kiste drin. Holen wir uns mal raus. Viel brauchen wir nicht, um das Ganze hier zu bauen. Ja, dann schnappen wir uns einfach mal Akazienholzblöcke, holen wir uns raus. Denn Steinstufen, denn Schwarzeichenholzbretter, denn noch Fichtenholztür, eine jedenfalls. Ein bisschen Stolperdraht holen wir uns auch noch raus für unsere Türknäufe, denn Schwarzeichenholzstufen und Fichtenholzstufen, davon natürlich auch nochmal der Block und dann holen wir uns noch Glasblöcke raus. Ich denke mal, so blaue Glasblöcke kann man für den Stall mal verwenden. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir uns erstmal den Grundriss von unserem Stall. Da schnappen wir uns mal kurz die Akazienholzblöcke zur Hand und ziehen uns erstmal eine gerade Reihe lang. Da würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Blöcke erstmal hier gerade lang gezogen, dann geht es an den Seiten nach hinten weg. Da platzieren wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Blöcke ran. Insgesamt haben wir ja 8 Blöcke. Auf der anderen Seite machen wir auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke ran. Ne? Insgesamt haben wir ja 8. Und dann können wir hier die Rückseite miteinander einfach gerade verbinden. Ja, dann haben wir schon mal unseren Grundriss hier ein bisschen gezogen. Das Ganze können wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen nach oben ziehen. Da platzieren wir jetzt noch 1, 2, 3, 4 weitere Blöcke rauf. Insgesamt haben wir dann hier eine 5er Höhe. Als nächstes kommen schon mal gleich die Türen, wie unser großes Tor für unsere Pferde, dass sie rein und raus gehen können. Da nehmen wir einmal unsere Steinschuhe an und fangen auf der Vorderseite, würde ich mal sagen, einfach hier auf der linken Seite an. Lassen eine Reihe so wie sie ist und platzieren dann hier, würde ich mal sagen, 3 Blöcke mit den Steinstufen erstmal hin. Zack, 3 Blöcke, machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Obwohl, eigentlich brauchen wir nur 2 Blöcke jeweils machen. Hier hinten können wir dann einmal schon freihauen. Setzen unsere Tür einfach hier gerade rein und oben, ganz oben drauf, setzen wir eigentlich nur eine Stufenreihe hin. Danach kommt unser Riesentor, was wir uns platzieren. Da fangen wir jetzt einfach mal von der rechten Seite an, lassen uns 2 Blöcke Platz und setzen dann von, würde ich mal sagen, dann nehmen wir die Steinschuhe immer als Block. Da machen wir jetzt dann 4 Blöcke raus, also einen Block, dann noch einen zweiten, einen dritten und einen vierten. Auf der anderen Seite machen wir es auch. Ach, hier müssen wir dann erstmal den Abstand. Ja, der Abstand jetzt zum nächsten ist einfach mal 4 Blöcke insgesamt. Machen wir auch nochmal hier 1, 2, 3 und 4 Blöcke an sich hoch. Das Tor mache ich jetzt einfach hier mal mit Schwarzeichenholzblöcken. Da kannst du auch vielleicht, wenn es dir besser gefällt, Fichtenholzblöcke nehmen. Ich weiß noch nicht so genau. Ich habe es jetzt auch beim Vorbau so ein bisschen geguckt, überlegt, wie mache ich das. Weil die Tür ist aus Fichten
Und da könnte man das Tor auch aus Fichten bauen. Oder man macht Schwarzeichenholzblöcke. Ich finde die irgendwie schöner. Und dann nehme ich das einfach mal. Da muss selber mal gucken, was du besser findest. Na gut, aber ansonsten machen wir oben drauf dann auf unserem Tor einfach noch eine Steinstufenreihe. Und dann können wir auf der Rückseite das hier einfach auch, sagen wir auch erstmal freihauen, da wo wir unser Tor uns platziert haben. Und dann kannst du das entweder so freilassen oder setzt denn hier schon deine Steinstufen einfach hin, ne, um das Ganze dir hier auch zu befestigen oder lässt es, wie du es dir halt gerne machen möchtest. Man kann vielleicht auch hier oben auch noch gleich hier so eine Stütze reinmachen, wenn man das Tor, sag ich mal, zulassen möchte oder so, ne, das von innen drin dann auch schick aussieht. Ja, ansonsten machen wir nochmal das gleiche Tor wie auf der Vorderseite auf der Rückseite hin. Wir lassen einfach jetzt hier auf der Rückseite, dann auf der linken Seite einfach zwei Blöcke Platz, setzen uns dann hier vier Blöcke als Steinstufen hin. Dann können wir hier gleich 1, 2, 3, 4 Blöcke wieder zur Seite gehen und dann wieder 1, 2, 3 und 4 Steinstufen hier nach oben ziehen. Machen das Tor hier gleich rein oder vielleicht auch besser, wenn wir hier auf der Rückseite das hier schon ein bisschen freihauen. Dann müssen wir nicht auch denn im Nachhinein dann so ein bisschen gucken, wo das Ganze genau hier sitzt. Die Seiten machen wir auch gleich hier frei. Nachdem wir dann auf der Rückseite auch das Tor uns noch platziert haben, fangen wir an, erstmal wieder unsere Akazien als Blöcke zu nehmen, denn wir müssen den Stall auch noch ein bisschen nach oben ziehen. Davon richten wir uns jetzt aber von unserem großen Turm schon mal ein bisschen aus. So, ich würde sagen, wir ziehen erstmal hier eine Reihe lang, aber auch passt erstmal nicht weiter bis zum Tor und dann noch ein, zwei Blöcke hier überstehen lassen von unserem Tor aus gesehen. Auf der Rückseite auch nochmal, können wir hier natürlich auf der Vorderseite hier gleich mal ein bisschen vergleichen. Zack, hier nur zwei Blöcke so ein bisschen überstehen lassen. Dann können wir hier die Seiten noch miteinander einmal verbinden. Natürlich die andere Seite auch mitziehen. Hups. Zack, hier einmal mitziehen. Und dann setzen wir darauf noch zwei weitere rein. Danach legen wir gleich mal los hier an den Seiten, um das Ganze hier schon ein bisschen hochzuziehen für unser Dach. Da lassen wir an den Seiten jetzt jeweils immer einen Block frei, ziehen dann hier eine Reihe lang und lassen an den Seiten dann zwei Blöcke jeweils frei. Das war schon, das gleiche Spiel machen wir hier oben auch nochmal. An der Seite einfach einen freilassen, erstmal eine Schicht ziehen, an den Seiten zwei freilassen und oben einfach nur zwei Blöcke hinsetzen. Danach bleiben wir immer noch auf den Seiten und schlagen hier schon mal ein paar Löcher rein für unsere Fenster. Hier unten auf der ersten Ebene, kann man hier sagen, machen wir hier an sich eine Viererfläche frei und platzieren dann unten wie oben einfach mal Steinstufen. Dann fliegen wir zum etwas weiteren Höheren. Da machen wir einfach hier gleich auch unter unseren Zweier einfach nur eine Reihe und platzieren hier oben einmal unsere Stufen hin. Auf der anderen Seite machen wir es genau das gleiche Spiel. Einfach dann hier oben die Stufen hin. Da können wir dann auch schon gleich, wer möchte, unsere Glasblöcke denn einmal hier noch platzieren, um das Ganze zuzumachen. Ja, dann schnappen wir uns dann gleich unsere Stolperdraht noch, dass wir die noch verbauen können. Einfach hier an unserem Tor platzieren wird es. Natürlich kannst du es dann auch gerne auf der Innenseite noch machen. Und danach holen wir uns noch, weil mir es gerade aufgefallen ist, noch Schwarzeichenholztreppen und Fichtenholztreppen. Die brauchen wir noch für unser Dach, das ist mir gerade aufgefallen, denn nur mit Stufen kriegen wir das nicht so hin. Dann geht es gleich los hier mit unserem Dach. Eigentlich relativ simpel. Wir fangen hier einfach mal, würde ich sagen, auf den Seiten an. Wir platzieren immer bei so einem Übergang einfach eine Treppe hin. Zack und zack. Und jeweils immer dann hier auch auf der Seite machen wir dann immer eine Stufe hin. Hier oben auch eine Stufe. Und ganz oben machen wir auch nochmal Stufen hin. So, bis hier natürlich zur anderen Seite. Und das gleiche machen wir hier oben auch nochmal. Also immer bei so einem Übergang machen wir jeweils dann eine Treppe hin. Und dann hier oben auf den Geraden machen wir dann einfach immer eine Stufe hin. Damit können wir dann das Dach hier auch einmal komplett zuziehen. Du kannst es dir dann auch gerne einmal noch überstehen lassen. Wenn wir das Dach dann erstmal so weit haben, dass wir das hier natürlich uns drauf platziert haben und jeweils an den Seiten noch einmal überstehen lassen haben, können wir das jetzt so ein bisschen, sage ich mal, noch auseinander pflücken. Und zwar machen wir einfach hier so ab und an immer wieder mal, tauschen wir die Blöcke aus durch einfach mal ein paar Fichtenholzsachen. Stufen wie natürlich Treppen. Und dann kannst du hier das noch ein bisschen durcheinander ein bisschen platzieren. So in etwa könnte es denn auch bei dir aussehen. Ich habe das Dach hier noch ein bisschen auseinander gepflückt. Die haben so ein bisschen was ausgetauscht. Kann man hier immer noch ein bisschen machen. So in etwa könnte man sich das Ganze hier gestalten. Immer wieder hier so ein bisschen was austauschen. Und wenn wir das haben, geht es dann ganz gemütlich weiter. Das Blockmaterial wird aber immer noch nicht weggepackt. Wir fangen jetzt an, vorne uns so ein bisschen den Zaun lang zu ziehen, wo unsere Pferdchen auch hier sich ein bisschen frei bewegen können. Dabei fangen wir einfach mal an mit Fichtenholzblöcken, die wir dann hier an der Seite erstmal loslegen. Ich würde mal sagen, auf der rechten Seite mache ich es erstmal. Da setze ich mir einfach hier schräg davon einfach mal zweimal so ein
zweimal so Holzblöcke hin. Dann lasse ich mal einen Abstand von 3 Blöcken und setze hier mir nochmal so einen weiteren Pfosten hin, sage ich mal dazu. Dann wieder 3 Blöcke Platz lassen und wieder einen Pfosten uns hinsetzen. So, dann geht es hier vorne einmal lang vor unserem Stall. Da lassen wir auch wieder 3 Blöcke Platz und wieder einen Pfosten hin. Und dann noch einen zweiten und einen dritten Pfosten hin. Insgesamt haben wir 4 Pfosten auf der Vorderseite. Dann fangen wir auf der linken Seite einmal an. Da auf der Schräg erstmal einen Pfosten uns hier platzieren, 3 Blöcke Platz lassen und wieder einen Pfosten uns hinziehen. So, wenn wir das haben, setzen wir noch 2 weitere Pfosten hin. Die müssen wir jetzt aber so ein bisschen schräg hinsetzen. Wir fangen hier vorne einmal an. Ich gehe einfach 2 Blöcke nach vorne und dann einen nach rechts und setze mir so einen Pfosten hin. Dann gehe ich einfach mal von dem aus, auch hier 2 Blöcke nach vorne und dann einen nach links gehen und hier auch wieder einen Pfosten hinsetzen. Jetzt nehmen wir mal unsere Fichtenholzstufen hin. Die platzieren wir einmal. Also das machen wir jetzt hier überall, außer hier auf der Vorderseite. Da machen wir es ein bisschen anders. Da setzen wir jetzt hier immer unten am ersten Block eine Strebe hin. Danach können wir immer auf den Pfosten eine Stufe uns platzieren und die zweite Strebe genau auf der Höhe des zweiten Blocks. Auf der Vorderseite machen wir einfach hier nur so die Stufen hin, dass sie sich hier gleich anecken an den Pfosten, andere Seite auch nochmal. Ja, jetzt würde ich mal sagen, wechseln wir einfach mal das Blockmaterial. Ich gehe wieder in die Kiste ran und hole mir hier mal die zweite Reihe raus. Denn zum guten Schluss holen wir uns einfach mal, würde ich mal sagen, hellgrauen Beton raus, denn ein paar Schäler brauchen wir. Denn ein bisschen Fichtenzaunzeug und Fichtenzauntor, wie nochmal ein paar Stufen. Ja, dann geht es dann erstmal los, hier vorne noch unser Tor zu bauen, wie man denn hier natürlich auch noch reinkommt. Ja, dann machen wir einfach hier einen Zaunpfosten vorne hin, daneben einfach ein bisschen Zauntor und dann platzieren wir noch hier oben drauf jeweils einen normalen Zaun und dann machen wir hier einfach ein paar Stufen rauf und können hier das Ganze noch so ein bisschen verbinden. Ja, dann haben wir das schon mal ein bisschen verbaut und jetzt geht's los an unser Schild noch, wo natürlich unser drauf steht, unser Stallname. Ja, dann nehmen wir einfach den Beton und platzieren den einfach mal, würde ich mal sagen, vom Tor gehen wir so ein bisschen aus und das Ganze ein Überstehen immer vom Tor aus bis zur anderen Seite. Und dann machen wir das Ganze insgesamt 4 Blöcke hoch, müssen dann hier ein bisschen das Dach weghauen. Wunderbar, so sieht das Ganze aus. Darauf können wir jetzt natürlich unsere Schrift draufsetzen, natürlich wieder mit Banners. Wenn wir das dann erstmal soweit haben, können wir darauf natürlich jetzt unsere Schrift einmal platzieren. Aber bevor es soweit ist, nehmen wir noch kurz einmal das Schild zur Hand und können hier an der Seite 2 Schilder platzieren. Und auf den Schildern schreibst du einfach schon mal N drauf. Ansonsten schnappst du dir einfach ein paar Banners. Ich habe sie schon glücklicherweise beschriftet. Wenn du es nicht weißt, wie man sich Banners beschriften sollte, ist natürlich in der Videobeschreibung ein Link zu einem Video, wo ich erkläre eigentlich das ganze Alphabet, wie man sich das auf Banners craftet. Ich weiß gar nicht, ist euch überhaupt aufgefallen, dass bei Banners jetzt irgendwie hier auch noch der Stab angezeigt wird, wenn man sich die an die Wände ranbaut? Ich weiß gar nicht, ob das schon immer so war. Ich denke eher nicht. Haben sie so leicht nachgetragen. Ich weiß gar nicht, ob das schöner oder schlechter ist. Naja, müssen wir mal gucken, ob uns das gefällt oder ob sie das wieder ändern, ne? So sieht dann jedenfalls unser Stall aus. Ich werde mich noch ranmachen, das Ganze einzurichten. Dann muss ich mal gucken, ob ich die Tore dann offen lasse oder zulasse. An den Seiten kann man sich natürlich immer noch ein bisschen Deko platzieren. So ein paar Fässer oder sonstige Sachen, was sich halt finden lässt. Ne, kann man noch an die Wände ranbauen. Da gucken wir dann zur nächsten Folge. Und dann muss ich jetzt noch überlegen, was ich mir hier hinbaue. Ob ich noch hier so ein Gebäude hinbaue oder eine Kutsche oder sowas. Naja, da schaue ich mal. Halt, stopp! So, ich habe noch was vergessen. Ich wollte jetzt eigentlich das Video beenden, aber Gott sei Dank bin ich hier nochmal rumgeflogen. Da ist mir was aufgefallen. Wir müssen nochmal kurz unsere Stufen schnappen. Und zwar an der Seite hier, jeweils von unserem Stall, müssen wir das Dach noch ein bisschen bearbeiten. Ihr habt mir auch nichts gesagt. Ja, so. Also, wir müssen das Ganze noch ein bisschen dicker machen. Und jeweils hier immer unter der nächsten Stufe nach der Treppe müssen wir das Ganze etwas dicker machen. Auch oben hier einfach leicht dicker machen, weil sonst bricht uns das Dach noch durch an der Seite. Immer schön hier drauf achten, hier die Stufen unter sich zu platzieren. Auch hier müssen wir es nochmal machen. Hier gleich nach der Treppe, zack, setzen wir uns das einfach hin. So. Okay, jetzt ist der Stall fertig. So kann ich ihn euch übergeben. Viel Spaß beim Einrichten. Wir sehen uns ja dann bei der nächsten Folge, wie das aussieht. Dann heißt es hier für mich nur vorne Safety hinstellen. Und dann sage ich nur eins zu euch. Und zwar ganz einfach. Tschüss.